Hi Leute, willkommen bei Bändermeister und heute geht es um meine. Sammlung. Also, es geht um meine Wii-Sammlung. Und erstmal kurz eine kleine Information zu diesem Ding an meinem Kopf. Es nennt sich Headset, wer es nicht weiß. Und das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich jetzt mal versuche, ein Video in besserer Qualität hochzuladen. Ja, fangen wir gleich mal an mit meinem Wii-Spiel. Als erstes haben wir hier das Standardspiel Wii Sports. Leider nur in dieser kleinen Papphülle. Ja, ich hätte es lieber in der großen Hülle nochmal, aber werde ich mir vielleicht irgendwann nochmal besorgen. Wii Sports ist zwar jetzt nicht gerade der Knüller, aber so für zwischendurch hier mal eine Runde Bowling oder so mit Freunden, ja, kann man mal spielen. Ja, dann fangen wir mal mit meinen Spielen an. Als erstes haben wir hier Mario Kart Wii. Ja, also wer Mario Kart kennt, weiß natürlich, worum es geht. Man fährt Rennen mit den Mario-Charakteren, ganz normal, Mario, Luigi, Bowser und wen es da alles noch so gibt. Und ja, man muss versuchen, Erster zu werden. Man kann sogar mit Motorrad diesmal fahren. Man findet verschiedene Items und kann sich abknallen, wie man will. Und ja, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Laune, wenn man mal Lust drauf hat. Und man kann es auch online spielen. Und also ich finde, das ist so ziemlich das beste Mario Kart, was es gibt. Ich glaube, das auf Super Nintendo finde ich irgendwie einfach immer noch am besten. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich gerne ältere Spiele spiele. Und naja, aber kann man sich ruhig zulegen. So, als nächstes haben wir hier Link's Crossbow Training. Ja, das war damals dabei, wenn man sich den Wii Zapper gekauft hat, also diese große Plastikwaffe, wo man seine Wiimote so reinlegt. Und ich habe mir es eigentlich nur gekauft, weil Link da mitmacht und ich halt großer Zelda-Fan bin. Und zu dem Spiel, naja, also es ist jetzt auch nicht so das große, tolle Spiel, aber ja, es ist halt gratis dabei gewesen, sage ich mal. Und also, ja. Als Zelda-Fan sollte man es haben, sagen wir mal so. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Spiel. Castlevania Judgment. Habe ich noch nicht jetzt so lange. Und ich habe es noch nicht so wirklich gespielt, nur so mal reingeguckt. Also es ist jetzt nicht so wie die anderen Castlevania-Teile, die ich natürlich richtig gut finde. Es ist ja ein Kampfspiel und aber man kann mit Alucard und Dracula und alles spielen. Und es ist schon eine gute Idee, aber ich glaube, es ist nicht ganz so gut umgesetzt und das Spiel hat eh nur 30 Euro gekostet. Das war ja auch nicht so teuer wie ein normales Wii-Spiel, was gleich 60 Euro kostet. Ja, wenn man Castlevania-Fan ist, kann man sich's holen, aber sonst würde ich es jetzt nicht so sehr empfehlen. So, als nächstes haben wir Another Code R. Ja, also ich sag mal so, das ist nicht wirklich ein Spiel. Man liest die ganze Zeit und erfährt eine Geschichte und muss versuchen, ab und zu mal ein Rätsel zu lösen oder zu gucken, wo man Gegenstände findet und die irgendwo einsetzen, kombinieren. Sowas halt. Und das ist der Nachfolger vom DS-Teil, der nur Another Code to Memories, glaube ich, heißt. Und ja, also ich bin auch noch nicht so weit. Sollte ich vielleicht mal weiterspielen. Denn, naja, warte. Ja, dann haben wir hier The Legend of Zelda Twilight Princess. Bei mir hier sogar noch mit dem roten alten Nintendo-Siegel. Es ist ja jetzt auch schon so grau oder weiß. Also das war auf jeden Fall mein erstes Wii-Spiel, jetzt mal von Wii Sports abgesehen, weil ich es gleich mit meiner Wii damals am 8.12.2006 gekauft habe. Und ja, also ich würde mal sagen, das ist mein Lieblings-Wii-Spiel, was es bis jetzt so gibt, von denen ich gespielt habe. Ja, ich bin halt Zelda-Fan und Twilight Princess kam wieder ziemlich gut an Ocarina of Time ran, finde ich. Und ja, also das Spiel ist sehr zu empfehlen. Wer eine Wii hat, sollte das haben. So, mein nächstes Spiel, Super Smash Bros. Brawl. Ja, hier sieht man auch dieses Nintendo-Siegel, dieses Weiß. Ich finde das Rote besser. Ich weiß nicht, warum die das geändert haben. Ja, also Smash Bros. Halt. Wer es kennt, weiß, was es ist. Alle Nintendo-Charaktere einfach mal gegeneinander kämpfen. Man kann auch zu viert spielen. Diesmal macht sogar, wenn man es erkennen kann, Sonic mit. Was richtig cool ist, finde ich. Und Snake auch. Und ja, es hat so einen Story-Modus, den du sogar zu zweit spielen kannst. Du kannst es online spielen,
was bei mir jetzt nicht so gut funktioniert. Leider ist meine Verbindung da ein bisschen schlecht. Und mein Lieblingscharakter ist natürlich Link. Ja, auch ein sehr empfehlenswertes Spiel, auch eins der besten Wii-Spiele überhaupt, sollte man haben. So, dann haben wir hier Super Mario Galaxy. Oh Mann, wie ich diese kleinen USK-Siegel vermisse. Ich hasse diese neuen. Ja, ist halt ein Mario-Spiel und als Nintendo-Fan muss man eigentlich auch Mario-Fan sein, würde ich mal sagen. Und das sollte man auch haben. Und da kommt jetzt auch bald der zweite Teil raus. Da freue ich mich auch schon sehr, weil man wieder mit Yoshi und alles spielen kann. Ja, werden wir mal sehen, wie es ist. Auf jeden Fall fand ich das besser als Super Mario Sunshine auf GameCube, falls das jemand kennt. So, dann haben wir hier ein verbotenes Spiel. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Habe ich mir aus Österreich mal bestellt, weil es ja bei uns nicht gibt und ich bin Resident Evil Fan. Ja, also hier kann man die Geschichte von Resident Evil 0, 1, 3 und dennoch diese neue, so eine neue Geschichte spielen, nochmal nachspielen und man muss eigentlich nur zielen und schießen, die ganze Zeit laufen und sowas, das ist automatisch und man muss auch keine Rätsel oder sowas lösen und schießt eigentlich auf alles, was man sieht, geht auch zu zweit und ja, es macht eigentlich Laune. Ich glaube aber, dass der neue Teil, der jetzt rauskommt, Darkside Chronicles, der diesmal sogar nicht verboten ist, warum auch immer, dass der besser sein wird. Und, aber ja, wer Resident Evil 1 und die alten Teile hier halt nicht so kennt, der kann es mal spielen, denn kriegt er wesentlich von der Geschichte noch was mit. So, dann kommen wir schon zu meinem vorletzten Wii-Spiel. Resident Evil 4, die Wii-Edition, auch aus Österreich bestellt, weil es bei uns ja geschnitten ist und geschnitten ist nun nicht so mein Fall. Ich glaube, ich habe auch irgendwo vielleicht ein paar geschnittene Spiele, aber will ich eigentlich nicht. Und ja, also es ist halt Resident Evil 4, ganz normal. Und diesmal ist die Steuerung ein bisschen anders, weil man ja mit der Wiimote steuert und man zielt halt so richtig auf die Gegner. Und ich finde, es ist mit dem Zielen leichter als bei GameCube und PS2 und sowas. Und ja, aber es ist trotzdem ein richtig gutes Spiel. Und als Resident Evil Fan muss man eigentlich auch Resident Evil haben oder gespielt haben oder so. Also, ist zu empfehlen, sagen wir mal so. So, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Wii-Spiel noch, was sogar noch eingeschweißt ist. Die Metroid Prime Trilogie. Ja, wenn man es erkennen kann, es hat 44 Euro gekostet. Ja, also ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich es noch nicht spiele. Ich spiele noch zurzeit was anderes. Ja, also hier, das ist einfach was richtig Gutes, was Nintendo mal gemacht hat. Weil da hast du Metroid Prime 1, 2 und 3 drin. Obwohl 3 ja noch jetzt nicht so alt ist und ja, also vor allen Dingen kannst du jetzt auch Teil 1 und 2 mit der Wii-Steuerung spielen. Also ich habe Teil 3 noch gar nicht gespielt. Noch nie, deswegen weiß ich noch nicht, wie es mit der Steuerung denn wird. Ja, also ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich das dann spielen werde. Und Metroid Prime 1 und 2 habe ich damals auf GameCube gespielt und die fand ich auch schon gut und ich denke mal, das ist einfach. Also ich würde zuschlagen, wenn man das noch kriegen kann, weil es ja die limitierte Sammleredition ist oder so. Ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt. Das wird, denke ich mal, wenn es irgendwann weg ist, dann ist es weg und man kriegt es bestimmt nicht mehr so leicht. Also ich würde es kaufen, wenn ihr es seht. So, ach ja, und zum Schluss haben wir hier noch zwei Sachen, was jetzt nicht wirklich ein Spiel ist, aber egal. Zweimal die Wii Points Card. Ja, also wer weiß, was sowas ist. Das ist ein Code, den man bei der Wii dann eingibt im Internet und dann kann man sich Klassikerspiele runterladen vom Super Nintendo, Mega Drive und was weiß ich alles. Und auch die Wii-exklusiven Titel, die WiiWare wird es genannt. Und das sind so extra kleinere Spiele, die so entwickeln. Und ja. Und hier 2000 Punkte kosten, glaube ich, 20 Euro oder so. Und damals waren die noch in diesen großen Hüllen, was ich besser finde, als so wie es jetzt ist. Es ist ja nur so ein kleines Pappteil da. Und ja, deswegen bin ich froh, die mir früher gekauft zu haben. Ja, das war dann meine Wii-Sammlung. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns denn im nächsten Teil. Euer Ben der Meister. Ciao.